Oh, perfekt. Leitstelle ist Nordhorn, Capsi. Ja, Grüß. Mahlzeit, Schimanski hier, hallo. Hallo, Schimanski. Ja, aber ganz dringende Notfall. Was ist denn? Ja, können Sie mich abholen? Ja, wo denn? Ja, hier an diesem Cage Motel da oben. Pink Cage. Ja. Jo, ich komm. Aber Flotti Carotti, ne? Jo, ich gebe mein Drück Bestes. auf die Tube, ist eilig. Danke. Bitte. Aber wie war das nochmal mit den Medics hier? Warte mal, 912 oder was war das? Was ist keiner? Wollen die mich verarschen? Sag mal, was ist kein Medic im Dienst? Sag mal, was soll das denn? Was soll denn die Scheiße? So eine Kacke aber auch. Scheiße, ey. Egal, haben wir noch Zeit. Alles locker flocker. Ja, Mahlzeit! Einen wunderschönen, Da wo kann ging ich die aber hinbringen? rucki zucki, doch! Ja, immer. Wo kann ich die Ja, hinbringen? fahr mal hier, warte, Scheiße, wie ist denn die Adresse? Fahr mal weiter. Ich lots dich. Alles klar. Und wie geht es Ihnen? Ja, soweit dementsprechend. Warte. Nächste Ja. links, glaube ich. Nächste links, alles klar. Wie geht's Ihnen? Mir geht's wunderbar. Ja, freut mich doch. Geradeaus oder? Ja, geradeaus, geradeaus. Ja, so. Warte, wo. Mein Gott, ich bin noch ein bisschen links. Links, alles klar. Ja, genau, richtig. So, nächste links. Ist wieder links, alles klar. Rechts. Links. Stopp, Ach so, stopp. hier rechts. Ja, Au. hier rechts rein. Entschuldigung. Ist kein Problem, alles easy. Bisschen weiter geradeaus. Da vorne links können Sie mich am Auto rauslassen. Da geradeaus das Auto. Ja, wunderbar, klasse, Supermann, klasse, Top Job. Das macht aber 12,70 Dollar. Ja, Bezahlen aber mit Bar na. oder mit Karte? Dann machen wir mit Karte. Alles klar, dann stelle ich Ihnen noch meine Rechnung in Höhe von 12,70 Dollar aus. Dann einmal Jawoll, durchziehen. Rechnung wunderbar. bestätigen. Perfekt. Haben wir doch. Warte mal. Ich habe leider nur noch 20, nur noch 15 Dollar auf Tasche, Gar kein weil Problem. irgendwelche Piesvögel mich gestern meinten, meine letzten Kröten hier wegzunehmen. Hier, die kriegst du nochmal als Trinkgeld, ne? Vielen lieben Dank, sehr großzügig von Ihnen. Ja, kein Dankeschön. Problem. Und Wir passen auf sich auf, ne? ja, gleichfalls, ne? Danke. Ciao. Ciao. So, jetzt auch mal Flotti-Karotti ins Krankenhaus hier. Ach, Glatze ruft an. Zimmerservice? Was kann ich Was mit dir geht's? tun? Ja, Alles gut Hops. bei dir? Ja, geht so, ne? Bin noch ein bisschen durch den Wind von gestern Abend. Ja, Hat aber hier nichts wollen wir was. mit dem Saufen zu tun. Warum? Ja, kaum warst du weg. Ja, kamen so drei Spastis da und haben mich erstmal schön überfallen. Ach Quatsch. Ja, sicher, vor unserem Motel da. Echt? Ja, klar, Junge. Wollen wir noch schnell was essen gehen? Ja, ich bin jetzt gerade erstmal im Krankenhaus, weil ich habe gestern noch schon so eine ordentliche Backpfeife bekommen, du. Der Zimmer noch ein bisschen in der Bude da oben. Deswegen wollte ich mir Ja, mal kurz hier beim Arzt hier ein paar Tabletten noch holen, damit ich heute auch hier absolut top astrein fit bin. dann hier komme ich da mal hin. Ich bin gerade zum Auto gelaufen. Ja, dann bis gleich. Jo. So, was ist denn hier los? Hallo? Wie keiner da? Hallo? Frau Doktor, Herr Doktor, jemand da hier? Hallo? Krankenschwester? Irgendjemand da? Aber ganz schnell, Kollege. Hallo? Ist ein Notfall. Bitte. Wo seid ihr? Geh. Was soll das? Wenn man euch braucht, wo seid ihr denn? Kommt vom Pott runter. Ich brauche Hilfe.
So, was soll das? Hallo? Macht ihr noch Pause oder was? Sag mal! Der ist doch scheiße! Was soll ich jetzt machen? Hallo? Ich brauche eine Tablette! Das kann doch nicht wahr sein! Hallo? Ist hier irgendjemand da? So, wer ist das denn? Ach, ups. Hallo? Ich brauche eine Tablette. Weißt du, ganz ehrlich, ne? Wenn du mal einen hier brauchst, ne? Ist keiner da, ey. Nee. Warte mal. Mando. Ah, ja, ist scheiße. Ja, sie ist halt scheiße. Aber so von scheiße. Ich durchsuche mal meine Taschen. Vielleicht habe ich da noch ein Tablettchen. Erstmal. Ja. Ah, hier, guck mal. Nimm dir doch da ein Tablettchen raus. Boah, das ist eine gute Idee. Oh, danke. Ich hoffe, die wirkt, ey. Junge, 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 Junge. Ich hoffe, die wirkt, ey. Oh, was mal rein da in den Bums. Das ist ja, also. Oh, Junge, Junge, ich sag dir das doch. Hops, ey. Ja, erzähl. Hier kannst du nie alleine rumlaufen in der Scheißstadt. Ich dachte, du bist ins Zimmer. Ja, bin ich auch. Wir nehmen noch mal kurz raus, weil ich wollte noch mal schön eine Runde spazieren. Nein, nie, ne? Ja. Ich bin gerade raus aus dem Motel um die Ecke. Da kommt aber mal so ein Schlitten um. Ja, komm, wir müssen zum Büro. Ich muss zum Büro kommen. Ja, ja. Ja. Und dann, ja, da kommt da, hält da so ein Auto an. Steigen da so drei Idioten aus. Mit so, keine Ahnung, so lila Schnuffeltücher. Aha. Ja, und wollten meine Cola haben. Da hab ich erstmal gefragt. Ich so, wer seid ihr denn? Was wollt ihr von mir? Hält der eine mir eine Wumme an den Kopf? Was? Ja, sieh ja! Also, dich kann man Junge, auch nicht alleine lassen. Pass auf! Dann, ja, dann sagen sie, haben mich gefragt, ja, ihr, wie Geld hast du mit? Ich so, Jungs, ich hab $50 mit, was wollt ihr von mir? Ich so, was ist los? Ja, er gib mir 30. Ich so, was willst du mit $30? Ja. Da hab ich ihm gesagt, ich kann dir auch 50 geben. Nö, wollte nur 30 haben. Für was wollte er das? Ja, was weiß ich, wofür die drei, keine Ahnung da, ob das Spendensammler waren oder was? Warum hat er dich da nicht einfach nett gefragt? Ja, keine Ahnung, hab ich auch gesagt. Ich so, warum fragt ihr mich nicht einfach? Ich hab euch so die Kohle gegeben. Ja, wir müssen ja auch was essen, sagt er. Ich so, ja, dann fragt doch. Ja, nee, da hab ich ihnen die $30 gegeben, dann sind sie wieder. Ah, der eine hat mir aber vorher eine reingedroschen da, weil er meinte, keine Ahnung was, ne? Er musste einen großen Macker machen. Ja. Ja. Mann, du, ey. Ganz ehrlich, ey. Vollidioten. Einfach nur Vollidioten. Ja, dann, fahr mal ins Büro. Ja. Und ich komm gleich nochmal kurz nach, bring dir was zu essen und hol noch eine Tablette. Boah, das wäre perfekt, Hops, ey. Mach ich. Danke dir, bis gleich. Bis gleich. Du bist ein Schatz, bist du. Ich weiß. Hallo. Lenny, morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Na? Na, ist klar bei dir oder was? Ja, alles klar, alles gut. Das freut mich doch, Mensch. Du. War dann gestern alles in Ordnung bei dir? Ja, alles in Ordnung. Ich bin dann nach Hause gegangen, hab noch ein bisschen ferngeschaut und dann bin ich auch ins Bett gegangen. Okay, aber dir geht's soweit gut, ja? Ja, mir geht's. Gut, ich mag nur Clubs nicht so gerne. Okay, weil ich mag dann nicht, wenn du so ein bisschen traurig bist oder so. Verstehst du? Ja, natürlich, klar. Wir sind ja hier Dings hier, wir sind ja ein Team hier. Müssen alle zusammenhalten da, weißt du? Ja, genau, das stimmt. Hast du recht. Ich sag dir, bei mir ist da was passiert gestern, du. Was denn? Ja, ey, dann sind wir ja nach Hause gegangen von dem Club, ne? Mhm. Wer ist das denn, ey? Warte mal. Schimanski? Ja, Mitchell. Ach, hi. Dein Name wurde mir gar nicht angezeigt auf meinem Handy. Mein Name wurde dir nicht angezeigt? Nee. Ja, das ist, weil ich
Ahnung, VIP bin oder so. Ach, bist du VIP oder was? Ja. Seit wann das denn? Diskretion, Kalle, Diskretion. Diskretion. Okay. Ja, wie gut. Ja, es geht soweit. Also eigentlich ganz gut, aber ich habe noch ein bisschen Brummschädel, weil ich gestern einen auf die Schnauze gekriegt habe. Du hast gestern... Okay, gut. Andere Frage. Bist du schon irgendwie... Ja, was ist das denn schon wieder für eine Aussage? Ja, hör dir erst mal an, was passiert ist, bevor du schon wieder irgendein Urteil fällst. Frau abgehobenes... Frau abgehobener Eisberg. Denkst bestimmt schon wieder, Kalle hat schon wieder Randale gemacht. Ja. Ich wollte es mir nur, also ich wollte es mir einfach nur von dir persönlich anhören und vielleicht nicht am Telefon. Ja klar, habe ich gerade gemerkt. In den Unterton habe ich das schon wieder rausgehört. Mann. Und, okay. Gut, ich merke schon, das wird ein sehr heiterer Tag heute. Wo also, bist du denn? Ja, bei uns im Special Tower. Mit Lenny gerade, ich bin gerade angekommen. Ja, dann würde ich da hinkommen. Du hast ja gestern oder vorgestern dir alle Details aufgeschrieben, ne? Wann es losgeht und so weiter und so fort. Ja, klar. Wo ist denn nochmal eigentlich das Ganze? Wo soll das stattfinden? Also ich weiß, wo wir den abholen, aber wo soll das stattfinden? Ja, so wie Chef das gesagt hat, unten an diesem Beachclub. Del Piero okay. Beachclub. Ja, na wunderbar. Alles klar, dann bin ich in 2 Minuten im Büro. Ja, alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Alter, die ist auch nur am Meckern mit mir, ehrlich. Wie war denn das? Ich hab gar nichts gemacht, ey. Hört sich noch nicht mal meine Geschichte an, weißt du? Und schon wieder irgendwelche Vorurteile. Weißt du, wie ich mir immer mit Vorurteilen leben muss? Das glaubst du gar nicht. War das Claire, oder wie? Ja. Ah, super. Ja, die muss ich auch noch anrufen. Hallo. Morgen, Lennart. Morgen. Moin. Hast du noch was hast du noch Tabletten gekriegt, Hups? Dennoch freilich. Boah, super. Danke dir, ey. Oh, die Pizza da gestern, ehrlich. Hier, bitte. Oh, danke dir. Erstmal reinzimmern da, ey. Boah, hoppst du es mir gefallen? Bitte. Holst du mir ein Becherchen Wasser? Wasser habe ich nicht dabei, aber ihr habt ihren Kaffee mitgebracht. Oh, oder den, der ist auch gut, danke dir. Oh, Lenny, hast du da ein neues Schild aufgehangen? Mhm. Nee, das war gestern schon da. Ah, so, mal rein da. Das Schild war gestern schon da. Glaube ich, oder? Ah, nee. Nee, du hast recht. Ah. Ja. So. Oh. Toll. So. Ich sitze gerade an der Verschwiegenheitsklausel für die Mitarbeiter. Erzähl mal, was hast du schon? Paragraph 1, Gegenstand der Verschwiegenheitserklärung. Die Parteien X und Y beabsichtigen, eine Geheimhaltungsvereinbarung über die folgenden Bestimmungen zu schließen. Arbeitsaufnahme bei Schwarzwasser. Hierbei verpflichten sich beide Parteien, alle geheimen Informationen, Erkenntnisse, Dokumente, Muster, Vorlagen stets geheim zu halten. Dafür werden sämtliche erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Verwertung und Kenntnisnahme durch Dritte zu verhindern. Alle weiteren betroffenen Personen sind im Rahmen der Geheimhaltungspflicht dazu angehalten, ebenfalls Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Ja gut, das geht jetzt dann noch bis zu Paragraph 7. Genau. Ja, das klingt aber schon mal sehr interessant. Ja. Hallo Claire. Zusammen. Morgen. Morgen. Claire, ja, bitte. Ja. Du hast mir die Spese geschickt von dem Getränkelieferung von Horny's Burger. Richtig. Aber da ist kein Betrag drin. Wenn du mir den vielleicht einfach nur jetzt kurz sagen ja, kannst. Ja, $800 waren das. $800 waren das. Okay, supi. Dann trage ich das auch noch gleich ein. Sag mal, ich guck mal kurz auf den Kühlschrank, irgendwelche Snacks haben. Ja, ich hab wieder was reingetan. Ah, ja. Super, Lenny, klasse, Junge. Aber richtige Snacks muss ich noch besorgen. Sind ja, alles gut. Zeug. Alles gut. Hat vielleicht schon irgendwas offen, wo wir was... Mann. Schwierig. Das war. Jo. Kalle, ich hab noch 2 Tabletten, wenn du nur eine brauchst nachher. Ja, eine kannst du mir gleich noch geben. Mach ich. Die knall ich mir dann gleich rein, bevor wir losfahren.
Wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit, wir müssen ja eh. So, warte. Das da sieht doch ganz. Was ist das? Riecht nach Apfel. Findest du, das riecht noch gut? Der Kuchen? Ja, der sieht doch noch gut aus. Ich nehme jetzt ein Stück. Ich hoffe, dass. Ich auch. Das war jetzt kein. Nichts von dem Geburtstagskuchen oder so, oder? Nicht, dass wir den jetzt. Selbst wenn, kannst du doch nehmen. So. Wie war deine Feier noch? Gestern frag was war ich. Das war eine. Naja. Ja, also. Eigentlich war ein schöner Abend. Ja, im Großen, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ja. Oder doch nicht ganz okay. Ich habe gestern nochmal gefeiert. Ja, na, freilich. Freilich. Also ich und Kalle haben uns gestern so richtig... Ja, wir haben uns gegönnt. Einen weggelötet. Aber auch nicht übertrieben. Nee. Mhm. Waren früh genug im Bett. Wir sind doch heimgelaufen. Ja, waren früh genug im Bett. Und warum... Also Kopfschmerzen, Kalle? Ja, folgendermaßen, wir waren ja Hobbs, ein Freund von mir und ich stand noch vor unserem Motel da und noch ein bisschen gequatscht und dann sind wir alle aufs Zimmer hier und dann bin ich nochmal raus, weil ich nochmal ein bisschen frische Luft schnappen wollte, wollte noch eine Runde spazieren gehen. Ja, und auf einmal, genau, ich bin gerade aus dem Hotel raus, um die Ecke, auf einmal kommt da so ein Wagen angefahren mit so drei Experten. Waren so drei vermummte Gestalte mit so lila Schnuffeltücher vor der Fresse. Ja. Okay. Und hat der eine mir eine Waffe an den Kopf gehalten und hat gesagt, ja, Hände hoch. Ich so, Kollegen, was wollt ihr denn von mir? Ja, wir wollen dein Geld, bla bla. Ja. Hm? Ich so, Jungs, lass mich mal kurz gucken, was ich im Portemonnaie hab. Ja, hatte ich nur $50 im Portemonnaie. Hab ich gesagt, hier, guten Abend. Dann meinte er, nee, $30 reichen. Ich so, was ist denn euer Problem, Kerl? Ja, und dann hat der eine Typ da von denen mir auf die Fresse gehauen, also mir kurz eine Backpfeife gegeben, weil er da, keine Ahnung, cool machen wollte da vor seinen Jungs oder was. Ja, da hab ich den $30 gegeben, hab den gefragt, ich so, könnt ihr auch die ganzen $50 haben, ihr wollt, ist mir auch egal. Ja, nee, $30 reicht, hat er gesagt, ja, und dann sind sie wieder abgezischt. Okay. Ja, keine Ahnung, was das sollte. Was... Und der meinte der eine, ja, müssen sie halt aufpassen, dass sie nachts nicht alleine durch die Straßen laufen. Ich so, Kollege, hier ist mein Motel. Warte, die kommen also mit einem Auto, steigen zu dritt aus. Haben die eine Waffe dabei? Das hab ich jetzt ja, nicht der eine hat mir eine Waffe am Kopf gehalten. Also die halten dir eine Waffe an den Kopf. Ja, sicher. Alles, was du dabei hast, also all dein Geld. Dann sagst du, du hast nur $50 dabei und die sagen, ja, dann geben sie uns 30? Ja, das waren ganz komische Banditen. Mathe, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, der ist ärmer wie wir. Ja. Gut, aber geht's dir gut? Das ist ja jetzt erstmal die wichtige Frage. Ja, mir geht's soweit gut. Ich hatte nur ein bisschen Kopfschmerzen, war jetzt vorhin am Krankenhaus, aber da war natürlich wieder keiner da, weil die da wahrscheinlich irgendwie beschäftigt waren, aber zum Glück hatte Hobbs hier noch ein paar Tabletten für mich. Das heißt, du stehst jetzt unter Tabletten aktuell? Ja, Schmerztabletten, meine. Hat sie nur Ibus, alles gut. Okay. Bist du einsatzbereit? Kann ich mich auf dich verlassen? Ja, dann würde ich hier nicht im Anzug stehen. Naja, deine Krawatte fehlt, darum frage ich. Ja, die Krawatte, wann ziehen wir die Krawatte denn an? Wenn wir am Einsatzort sind. Beziehungsweise, wenn wir zum Einsatzort fahren. So habe ich das verstanden. Ich hatte jetzt nicht mehr vor, sonst noch in der Stadt spazieren zu gehen, deswegen habe ich meine schon angezogen. Ach so, ich habe meine noch vorne auf meinem Tisch liegen. Okay. Puh, ja. Ja, da ist ja das, naja, vielleicht, also, mein, naja. Gut, ich meine, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, mir geht's ja auch soweit gut. Ich hatte nur ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber die Dings wirken doch. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, das ist passiert, ja. Keine Ahnung, was deren Auftrag war, aber... ja. Habt ihr irgendwelche Details dazu? Wieso ihr? Ich war alleine. Du warst ganz allein? Ich dachte, Hobbs wäre dabei gewesen. Ja, jetzt sag mal, hört... Ich weiß nicht, muss ich irgendwie lauter reden? Muss ich eine andere Sprache sprechen? Irgendwie hören die Leute mir nicht mehr zu, ich weiß nicht warum. Das war zwei ich bin Minuten vor einer halben Stunde aufgestanden. Zwei Minuten, nachdem ich ins Zimmer bin. Ja, wie gesagt, Hobbs ist in dein Zimmer, ich bin in meinem Zimmer und hab gedacht, komm, weißt du was, ich wollte noch einmal ein bisschen frische Luft so, und dann bin ich vor dem Hotel, wollte eigentlich nur kurz einmal eine Runde um den Block und ich bin gerade, wirklich gerade um die Ecke vom Hotel, da kommen die angesaust auf den Bürgersteig und dann ging das los.
Ja gut, dann wird es ja tatsächlich Zeit, dass wir da ausziehen einfach, ne? Also, Ja. ich meine, es ist eh nicht die beste Gegend dort hinten und ich, aber, naja, also das Positive ist, du hast noch $20 übrig behalten, ne? Ja, klar. Ja, und ich finde das gut gehandelt. Wenn wir zu zweit gewesen wären, wäre das ja. Also. Nee, Aber du die hast waren jetzt zu auch dritt. kein Und wenn mir einer eine nicht, Wumme nicht an den Kopf erkannt. fällt, hopst du mal erstmal gar nichts mehr, Ja, Kollege. gut, ja, stimmt. Das Die ist erste die erste Waffe. Grundregel im Streifendienst bei Gefahrensituationen. Wenn dir eine Waffe am Kopf gehalten wird, dann machst du erstmal gar nichts mehr, Kollege. Das ist aber erstmal Danke Pustekuchen. für die Information. Ja, ich wollte da nicht mein Gehirn da vom Modell haben. Nein, ist ja richtig. Ich habe das gerade vergessen. Ja. Alles gut. Da mache ich nicht einen auf Rambo. Okay, Kalle, wann geht's los? Ja, also. Wann holen wir den ab? Ich gucke nochmal meine Notizen. Ich meine 14:15, aber ich kann mich Richtig. täuschen. 14:15 Abholung. Gut. Genau. Ja, okay. Ich frage mich halt, warum Chef meinte, 13:30 Uhr sollen wir hier sein. Ich weiß nicht, ob er gleich noch kommt. Ob er uns nochmal. Naja, er meinte ja nur, dass es sein könnte, dass er unangekündigt da einen Überraschungsbesuch. Ja, weil er meinte ja, 13:30 Uhr sollen wir hier sein. Ne? Und Ja. 14:15 Uhr ist die Abholung. Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich nochmal kommt und ob mit uns quatschen wollte oder was. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, also ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, aber wir sollten nachher mal darauf achten, dass wir die Telefonnummer des VIPs dann bekommen für den Fall der Fälle. Ja, richtig. Ne? Definitiv, klar. Ich meine, es wäre gut gewesen, hätten wir die jetzt auch schon. Sollte da jetzt irgendwie gut, Also du aber. kannst ruhig offen reden, der Hops weiß eh alles, weil er ja beim letzten Mal dabei war und der unsere Zielperson hat auch schon mit dem Hops darüber gesprochen. Okay. Ja, er dachte, dass ich wiederkomme, deswegen war er da Deswegen ist sehr das jetzt offen. gerade ein bisschen Verstehe. hinfällig. Ja gut, ich meine, das ist ja intern und Ja, dann ist es ja auch nicht ganz deswegen. so. Also ich habe es Gut, richtig ist Lenny verstanden, denn. oder? Lass uns mal kurz die Revue passieren. Also, wir holen ihn ab, bringen Ja. ihn dahin, bleiben in seiner Nähe und bringen ihn dann wieder zurück. Ja, wir lassen den nicht aus dem Auge halten, ne? Genau, okay. Dann müssen wir uns natürlich auch gleich vor Ort mal kurz die Gegebenheiten anschauen. Wir wissen ja, wie der Club ist, dass wir uns da dementsprechend vernünftig aufstellen. Immer, dass wir Blickkontakt haben. Ja, Ne? hätte sowieso vorgeschlagen, ob wir nicht einmal, also wenn das da tatsächlich dort stattfindet, dass wir uns da die Location einmal vorher angucken gehen. Also ich meine, wir waren dort schon, aber ne, es ist so Dinge, ganz genauen Blick habe ich jetzt auch nicht geworfen. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht würde sich das Ja, das anbieten. können wir machen. Das ist eine gute Idee. Gut, Hätte ich ja nicht auch schon vorgeschlagen. Aber das ist gut. Das können wir machen. ja, dann ich würde ganz gerne noch Lenny fragen, inwieweit der heute verfügbar ist und wie lange. Und dann gehe ich mich mal einstempeln. Mach das. Gut. Ah, das ist aber hier spärlich befüllt. Also manchmal muss ich auch bei Claire, ne? Also, die hat ja so viel Empathie wie ein Hufeisen. Ja, das ist also ganz schlimm. Meine Güte, ich dachte, ich wäre ein Frostbolzen, aber das ist ja schon. Wir müssen die nächstes Wochenende mal ein bisschen. Lecco mio, wenn die Titanic an Claire vorbeigefahren wäre, dann wäre die aber nicht untergegangen, dann wäre die Nö, nö. zersplittert. Da wäre der Eisberg zerbrochen. Junge. Mein lieber Scholli. Also mir macht das jetzt Ja. nichts aus, ist ja alles in Ordnung, aber Mann, Nee. Mann, Mann, du. Ich bleib da ein bisschen bei Lenny, wenn was ist, du weißt. Ruf an. Naja, alles gut, alles easy. Aber du machst das schon. Ich habe da keine Befürchtungen. Ah, das wird. Das kriegen wir alles hin. Und der Ding ist ja auch ganz entspannt hier. Also von daher. Ja. Ach, wir machen das, Claire und ich machen das schon. Ich töfte die Frau. Ja, die muss noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen schmilzen. Da muss aber die Eishaut, die Eishaut wollte ich schon gerade sagen. Die Eisschicht mal ein bisschen schmilzen bei der Claire. Dann geht das auch. Kann ja mal gucken, ob ich irgendwie einen Bunsenbrenner krieg. Ich mag die ja auch. Bunsenbrenner. Jetzt übertreib wieder direkt hier, ey. Oder wir setzen sie mal einen Abend ans Lagerfeuer oder so, vielleicht hilft das. Ja. Ja. Ach, Mando, ey.
Herrlich. Boah, was war das gestern, du? Leco mio, ey. Boah, ich hab noch die Donner, die hab ich noch im Kopf, du. Mein Gott, ich hab den Hintern immer noch vor Augen, ey. Hat er dir gestern Abend noch geholfen, der Hintern? Boah, der Hintern hat mir aber richtig geholfen, du. Das sag ich dir. Das freut mich. Den Schock da gestern. Ja, da, also, hättest halt das Fenster aufgemacht, wenn du frische Luft wolltest. Was gehst du noch raus? Ja, mein Gott, das ist mein Ritual. Ich muss auch mal abends dann mal kurz runterkommen, nochmal kurz spazieren gehen. Also für mich alleine sein, verstehst du? Ja, ich verstehe das, aber... Ja. Gut, kann ja keiner mit rechnen, dass da irgendwelche Leute mit Waffen auf dich zukommen. Ja, ne? Da kann ja wohl gar nicht mit rechnen. Irgendwelche Spastis da rumkommen um die Ecke mit ihren Schnüffeltüchern. Weißt du, noch nicht mal Eier in der Hose haben zu zeigen, wer das sind. Ist da eben vermummt da rumlaufen, da. Mando. Aber mein Handy spielt schon wieder. So, jetzt funktioniert er wieder. Zack. Wunderbar. Ach ja, ich sag's dir, du. Ja gut. Ja, dann mach du mal los, geht euch das mal angucken und dann... Jo, alles klar, Opsi, wir hören uns. Denk an deine Krawatte. Sowieso. Und gestern, weißt du zufällig, ob der Herr Lensch Alkohol trinkt? Aber Tetzlaff müsste das wissen. Ja, den habe ich auch schon gefragt, der ist sich nicht mehr sicher gewesen. Weil ich habe bei der Schlüsselübergabe auch einen Schlüssel für das Büro von Herrn Lensch bekommen und habe ihn dort dann gleich, so wie so ein richtiger Wall Street Businessman, eine Bürobar eingerichtet mit Rauchware und Whisky und so weiter. Ich denk, und schauen, ob er sich drüber freut. Der trinkt bestimmt auch mal einen Whisky abends. Ja. Hast du da so, also ich weiß ja nicht, wenn er Whisky trinkt, wie er ihn trinkt, ja, ich habe kalte Steine dazu genau, getan. Genau, richtig. Und ja, ein bisschen Wasser ist auch noch mit dabei. Perfekt, genau. Gut. Gut, was erzähle ich dir? Du warst ja Bartender. Ich wollte ja schon sagen, man trinkt Whisky nämlich nicht mit normalen Eiswürfeln. Na ja gut, Günther haut sich ordentlich mal einen rein, ne? Das haben wir ja gestern gesehen. Mhm. Ja, ich hatte gestern ganz schön Angst. Will ich das wissen? Warum hattest du Angst? Ja, wegen was dann der Current Bar passiert ist. Ach so, ja. Was ist? Ja, den Glenny wollte wohl jemand einpacken. Was? Ja, wir mussten ihn dann evakuieren. Ja, wer, das ist auch wollte dich einpacken? Das haben wir auch noch nicht so ganz rausbekommen. Nee, das war aber gestern. Das war, wo wir noch alle zusammen waren. Keine Ahnung, ich bin da einfach nur gestanden. Und dann hat einer gesagt, komm mal mit um die Ecke. Und er hat gesagt, nee, ich möchte nicht. Wir können gerne in die Bar gehen und quatschen. Der hatte pinke Haare und der mich angesprochen hat, hatte eine Melone auf dem Kopf. Also der Hut, den Hut meine ich. Und eine Kette mit einem goldenen Dollarzeichen. Und du bist dir sicher, dass das nicht einfach nur eine schlechte Anmache war? Nee, also, Björn hat das ja gehört. Ja, naja, aber gut, wenn der gesagt hat, komm mal mit um die Ecke. Also. Nee, Björn hat meinte und Tetzlaff meinten, dass sie irgendwas gehört hätten mit Einpacken für 5.000 geht schon. Ja. Was ist denn los in dieser Stadt? Das frage ich mich auch. Ja, nur Bekloppte hier unterwegs anscheinend. Wenn es so weitergeht, haben wir genug damit zu tun, unsere eigenen Leute ständig abzudecken. Ja, ich hoffe mal nicht, dass das jetzt irgendwie... Ja. Ah, egal, Lenny, also, mach dir nichts draus. Dir ist nichts passiert. Ich habe gestern, hab gestern eine auf den Kopf bekommen, du nicht. Von daher ist alles gut. Was? Hast du dich geprügelt? Nein. Auf den Kopf bekommen. Ja, andere Geschichte. Also Lenny. Ja? Ganz unabhängig davon, wie spät es ist, ja? Mhm. Wenn irgendetwas ist, dann ruf an. Ja, mache ich. Wenn ich mein Telefon höre, dann gehe ich auch ran und ich glaube, das zählt für uns alle. Ja. Ja? Nein, hat er ja schon gemacht gestern auch. Dann mal erklär, hat sich auch gemeldet, Abend, wo er zu Hause war. Warst nicht zu Hause? Warum fragst du? Weil ich an die Tür geklopft habe. Ja, vielleicht habe ich es einfach nur nicht gehört. Schade. Ich wollte eine Prise Zucker leihen. Aha. Oder du warst neugierig? Nein, ich wollte eine Prise Zucker. Ja, da hättest du Pech. Ich koche nicht in dem Zimmer.
Du sollst ja auch nicht kochen, ich wollte nur Zucker. Ja, was soll ich denn mit Zucker? Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ja, gut. Also ich habe keinen Zucker, ich habe auch kein Mehl. Ich also, klingel das nächste Mal, wenn ich Eiswürfel brauche. Die hast du garantiert. Nee, ich habe Eissteine und Whisky zu Hause. Auch gut. Kennt ihr zufällig einen guten Anwalt? Ich habe einen bei der Einreise kennengelernt. Aha. Oh ja, was? Ich auch. Warte mal, ich erinnere mich, warte mal. Der hatte ein rosanes Hemd an, auf jeden Fall. Und er hatte seine Freundin dabei und es wirkte ein bisschen so, als wäre er in Flitterwochen mit ihr. Ui. Ich bin nämlich gerade auf der DOJ-Seite. Claire, ich will ja nichts sagen, aber wollen wir los? Weil ich würde mir gerne noch was essen vorher. Ja, das auf jeden Fall. Ich print das mal raus. Irgendwas mit Kruste, Krusti oder irgendwie so heißt er. Also der von mir hieß, der von mir hieß, glaube ich, Kingsley. Okay. War ein sehr kompetenter Mann, der hat das Flugpersonal da gelöchert wegen seiner Blutprobe und ach, bei mir auch. Ja, okay. Wie ist der nochmal? Kingsley, okay. Ja, dann rufe ich da mal an. Supi. So gut, alles klar. Wir machen uns jetzt ab. Ich bleibe ein bisschen bei Lenny, wenn wir. Genau, bleiben wir ein bisschen bei Lenny, alles klar. Ich habe, glaube ich, vorgestern das Auto nicht getankt. Das müsste ich dann noch nachholen. Ich habe es, glaube ich, schon gestern. Wir waren gemacht. Gestern unterwegs. Wir haben auch getankt. Habt alles ihr privat gut. getankt? Ja. Und sagt mir, was ihr kriegt, ja? Ach, Quatsch. Tank du das nächste alles Mal, gut. wenn gut ist. Gut, wenn der Günther auftauchen sollte, sagt ihr, dass wir schon los sind, ne? Mach ich. Alles klar. Dann bis später. Bis später, passt bis später. Auf. Ciao. Naja, Max. Hola, Federico, bei Nico. Una Auto. Ja, por favor. Park aus den Karren, wie ich dir vorhin gesagt hatte. Picobello. Ja, si, si. Ja, gracias. Jo, später. Also ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was er gesagt hat, aber er hat gesagt, das nächste Mal darfst du gerne auch einen Kaffee mitbringen. Das nächste Mal kann er mich auch schön am Arsch lecken. Der soll erstmal versuchen hier, Alle. Ja, nee, ist doch wahr. Der geht mir langsam auf den Sack, der Typ. Bitte nett. So, du darfst aussuchen. Ihn, möchtest, so viel. Möchtest, kannst du fahren? Ja, na klar. Danke. Ja, wo wollen wir hin? Ja, irgendwo, wo ich mir kurz mal irgendwas kurz in den Kopf hauen kann. Ich muss was essen und was Vernünftiges trinken, ey. Wollen wir es mal bei Hornys versuchen? Mit zwei Tabletten und zwei Espresso auf. Ja, versuch da mal. Weil Burger wahrscheinlich nicht so das Ideale ist. Für... Nee. Naja, gut. Aber wir fahren einfach mal rum und gucken. Vielleicht haben die auch was anderes außer fette Burger. Ja, hoffe ich mal. Ach, Kalle. Ja, was denn? Tut mir leid, dass du da gestern Abend... Ja, mein Gott, passiert. Ich war Sheriff. Was meinst du, was mir schon alles passiert ist? Oder da war das gestern Kindergarten. Ja. Nur ich verschädert halt nicht, weißt du? Mein Gott, wegen $30. Und dann biete ich denen noch $50 an? Da sagen die, nee. 30, ja, 30 reicht, damit du noch was zu essen hast. Ich so, Junge. Ich hab's zu denen auch gesagt. Argument auch. Wir haben beide im Polizeidienst gearbeitet. $30 könnten schon viel sein, ne? Ja, na klar, aber ich hab denen gesagt, ich so, Jungs, dann fragt mich doch einfach, wenn ihr ein bisschen Kohle braucht. Du brauchst mir doch nicht eine Waffe am Kopf halten. Verstehst du? Ja. Guck mal, das sieht ziemlich zu aus, ne? Oder siehst du Ich glaube, wir können auch vielleicht sogar da vor Ort was essen. Da kann man doch was essen an dem Club, oder nicht? Ja, das könnte durchaus sein. Ja, dann lass uns da mal direkt hinfahren. Warte, ich gebe dir den Navi ein, oder hast du schon? Ja, ich hab schon. Okay, alles klar. Ich hab die auf
kurz Speicher. Was ist da nicht mit Dings hier? Funkgeräte. Haben wir die gar nicht? Ja, was ist das denn? Wie sollen wir denn kommunizieren im Notfall? Das wird so laufen. Also es ist ja sowieso so, dass wir relativ nah beieinander sind. Das ist anders als jetzt bei dem ersten Auftrag. Ja. Natürlich so, dass wir beide doch verteilt stehen. Wenn irgendwas sein sollte, klingeln wir uns gegenseitig an, beziehungsweise kommen eben aufeinander zu. Aber wir haben es jetzt so mit mehreren gemacht. Wenn das ist, dann klingelt man sich gegenseitig an und dann weiß man zumindest, dass der andere was will. Ich habe das jetzt auch so mit, wir müssen hier lang, mit Lenny verabredet. Ja. Dass wenn der irgendetwas von uns möchte, dass er bitte anklingeln soll, ne? Weil es ist ja unangenehm, je nachdem, in welcher Situation wir gerade sind, damit wir einfach ein bisschen raus können aus der Situation und dann eben frei sprechen können. Ja. Ja, ansonsten viel Augenkontakt halten, ne? Ja, das sowieso, das ist ja klar. Ja. Nicht eben einfach gucken, dass wir im diskreten Abstand zu dem VIP stehen. Ja. Ja. Eigentlich ist nicht auffallen, so eher die Devise, aber zumindestens einfach Präsenz zeigen, ne? Und ansonsten einfach nicht auffallen für den Kunden zumindest. Ja. Ja, ich denke aber, das wird auch keine so hohe Bedrohungslage sein. Allerdings muss ich dir auch sagen, bei Auftrag Alpha gab es zwei Vorfälle, die körperlich geändert sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das Klientel ist etwas, naja, ich weiß nicht, wie es diesmal abläuft, aber das letzte Mal war es doch etwas gereizt zwischendurch. Okay, ja, dann musst du trotzdem Ruhe bewahren. Komm, versuchen, das dementsprechend über die Kommunikation laufen zu lassen. Ja. Ach, guck einer an. Weißt du, hier ist das Krankenhauspersonal anscheinend. Ist da ein Krankenwagen da vorne, oder? Ja, du weißt ja nicht, ob die Dienstbesprechung haben oder ob die nur Notbesetzung haben am Wochenende. Ja, Mann, du. Aber egal, der Hobbs hat ja zum Glück für mich ein paar Tabletten gehabt. Ja. Kriegen wir hin. Wenn nicht, habe ich auch noch Traubenzucker. Glaube ich, irgendwo im Hotel. Ja, alles gut. So, Wetter wird hoffentlich so bleiben. Ach, herrlich, ja, hast du ey. Details das ist schon erfahren so, über den VIP? Das ist so schön hier. Ja, ich weiß halt nur, dass der irgendwie da in der Stadtverwaltung sitzt, oder? Ja. Ah, herrlich, ey. Das hat was, ne? Ja. Ehrlich gesagt würde ich jetzt auch lieber barfuß rübergehen und. Ehrlich gesagt würde ich einfach Anzug meine Klamotten vom Leib reißen und ins Meer hüppeln. Hölle? Ja, was denn? Ist so. Schön da am Strand die Plätze bräuen. Geil. Ey, Bock ja, drauf. Ich muss auch sagen, das ist schon. Ich liebe Meer. Deswegen bin ich auch hingekommen. Aber mit einem Grund. So. Ich muss das Schiff noch die E-Mail weitersenden, fällt mir gerade ein. So. Wo habt ihr die hingesendet? Schwarzwasser oder an Chef direkt? Welche E-Mail meinst du? Mit den Sporttestergebnissen. Ach so, nee, an dich. Achso, du willst über die. Ich hab nur, wir haben die noch nicht verschickt. Wir wollen das zusammen machen am Montag. Okay, gut. Machen ja, wir gut am Montag zusammen. Warte mal. Ja, das Problem ist ja, guck mal, es ist ja schon weitläufig hier, ne? Natürlich müssen wir dann dementsprechend auch immer mobil sein, ne? Wenn unser Kunde dementsprechend hier immer hin und her läuft. Ich würde sowieso sagen, Also hier, warte mal kurz. Fall, ja. Also hier vorne kann man nicht her, okay. Kann man dann da vorne hergehen? Lass uns hergehen mal kurz wenigstens Bescheid sagen, was wir hier machen. Okay, nicht, komm. Hallo. Hi, wunderschön. Guten Tag, hallo. Hi.
Oh, jetzt alle einmal in Arbeitskleidung, fast. Ja, nur fast. Nur fast. Hier ist heute die WeNet-Vergabe, ne? Genau, 14:30 geht das los. Genau, wir sind hier heute auch dann anwesend. Und wenn das für euch okay ist, würden wir uns einmal ganz kurz hier umgucken. Einfach nur, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen. Also ich meine, ich war schon hier, wir haben es schon gesehen, aber ne, so ein bisschen genauer schauen, ob da eventuell die eine oder andere Stelle ist, wo wir ein bisschen mit achten müssen. Ja, kann ja. Ich auch gerne mit euch rumgehen, wenn ihr einmal mögt. Ja, na klar, gerne. Das wäre super. Das wäre super, okay. Ja. Ja, also ja, Landzugang quasi halt hier der Steg, kennt ihr ja schon. Ja. Wir haben hinten auf der Yacht, haben wir zwei Leitern hinten dran, die es halt ermöglichen, halt vom Wasser Zutritt zu kriegen. Aber wir sagen halt auch immer den Gästen, dass sie bitte nicht ins Wasser springen sollen. Wir hatten jetzt auch vor kurzem noch eine kleine Lücke dort hinten im Zaun, wo halt eine Gefahrstelle da stand und die wir dann halt jetzt haben schließen lassen. Weil man weiß ja nie, wie das Meer so ist, ne, mit Strömungen etc. pp. Und dann gerade zwischen Yacht und Steg, das ist halt eine ziemlich gefährliche Geschichte. Ja, das ist ja auch eine Verantwortung. Kurze Frage. Ja. Kann man dementsprechend diesen Bereich hier und auch den hinteren Bereich nur hier vorne durch diesen Eingang betreten? Das ist so richtig. Also man kann jetzt hier nicht außen rumlaufen. Nein, das ist absolut nicht möglich. Also es ist wirklich nur der Zugang über den Steg. Okay, perfekt. Okay, wo genau findet dann die WeNet-Vergabe statt? In welchem Bereich? Ich meine, es müsste hier vorne sein. Ich weiß es nicht genau, das hatten Miller und Andrew mit den Herrschaften ausgemacht. Die müssten so gegen 2 hier sein. Wir wollten uns auf jeden Fall um 2 Uhr hier treffen und nochmal alles absprechen. Und wie gesagt, also der einzige, in Anführungsstrichen, Landzugang ist halt wirklich über den Steg. Ansonsten nur an der Yacht die 2 Leiter noch. Gut, ah, okay. Aber es ist ja noch also SecureServe ist ja da, um genau. Generell die Location abzusichern, ja? Das ist richtig, ja. Gut, wunderbar. Okay, ja, dann würden wir uns ein bisschen einmal einen Eindruck verschaffen und ich denke, dann sollte das auch klappen. Ja, klar, dann Frage. Gehen wir einmal rum, ich zeige euch alle Ecken und Winkel. Eine Frage noch. Klar. Gibt es hier schon irgendwie was zu essen oder so? Kann man sich hier was kaufen? Oder... Wenn sie auf Hausmannskost stehen, ich habe noch ein paar frisch gemachte Frikadellen dabei. Boah, sie rettet mir den Tag, junge Dame. Kein Problem, bitteschön. Oh, lecker, danke. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache. Wir lassen hier niemanden verhungern. Ja, ich dachte, wir haben nämlich gedacht, komm, dann nutzen wir die Gunst der Stunde, dass wir vielleicht noch was essen hier, wenn man da ist, aber... Na gut, eine Frikadelle nehme ich auch. Willst du auch eine, Claire? Nee, danke. Danke. Gut, den Herd müsste ich erst anschmeißen und der müsste dann erstmal ein bisschen vorheizen. Ach, das würde etwas dauern. Ja, ja. Gut, klar, gut, vielen dann Dank. Na, also hier vorne halt wird ganz gerne immer von kleineren Grüppchen genutzt, die dann hier kommen und sich dann mal so ein bisschen gemütlich dann in eine Ecke setzen. Ist auch, sage ich mal, von den Abständen her so gut positioniert, dass man sich vernünftig unterhalten kann und die umliegenden Herrschaften dann auch nichts mitbekommen. Okay. So, dann haben wir hier einmal den mittleren Barbereich, den kennt ihr ja schon. Dann gibt es einmal rechtsseitig nochmal auf einen kleinen Außenleger. Das ist auch der Zugang dann zu den Toiletten. Gehen wir ja. Hier den Weg weiter entlang, da geht es dann zu unserem kleinen Toilettenhäuschen. Und dann haben wir hier hinten noch Möglichkeiten. Und der Bereich hier ist komplett offen für jetzt die Gäste, ne? Das ist genau, alles offen zugänglich. Wie gesagt, die Yacht ist halt nur bei besonderen Events zugänglich oder wenn sie halt gemietet ist. Ansonsten ja, ist die Yacht quasi nicht zugetreten, sagen wir es mal so. Okay, gut. Werden. Gibt es irgendwo vielleicht eine Möglichkeit, dass man
einen Raum hat, wo wir uns dann kurzfristig hinverziehen könnten, wenn es dann zu einer Gefahrenlage kommt. Oder ist der Schlüssel von der Yacht prinzipiell da, dass man ihn dort dann kurzzeitig zumindest evakuieren könnte? Das Tor zur Yacht können wir leider nicht abschließen. Aber es ist zumindest möglich, dass man da quasi jemanden hinbringt. Also es gibt einen innenliegenden Raum, das ist quasi ja, der Raum, wo die Haupttanzfläche ist, sag ich mal, und das DJ-Equipment. Ja. Das ist quasi so der einzige Raum, der, sag ich mal, ein bisschen geschützter ist. Ansonsten ist es hier alles relativ offen. Der Raum hat allerdings auch keine Türen. Das ist so richtig. Okay, ist gut. Aber der Schlüssel für die Yacht wäre im Prinzip da und wäre zumindest dann eben für eine kurze Zeit nutzbar, sollte es dann notwendig werden? Also wir könnten die Yacht quasi dann abriegeln, ja. Security Officer dann auch da und dann würde dann halt die Yacht entsprechend evakuiert und dann ja, abgeschottet werden. Mhm. Okay, wer ist unser Ansprechpartner nachher genau? Wer ist da? Das sind, also Miller ist nachher da, Andrew ist nachher da, ich bin da und von SecureSurf müssten Nikolai Christensen und Kaito Jones da sein, beide. Mhm. Das sind auch die beiden Geschäftsführer von SecureSurf. Gut, okay, alles klar. Ja, dann können wir gerne weiterschauen. Alles klar. Chat, falls euch wundert, warum ich nicht so viel sage, ich lasse Bella das mal machen, weil es ist Kalles erster Auftrag. Da halte ich mich noch ein bisschen dezent zurück. Und Bella hat da schon, wie gesagt, schon mehr Erfahrung. Also jetzt, ne, weil sie ja schon Aufträge hinter sich hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es ähnlich aus. Deswegen. Noch mit ein paar weiteren liegen. Aber vom Bau her und der Architektur ist es eigentlich quasi baugleich. Ne, okay. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass es da dann keinen weiteren Steg seitlich gibt. Der ist wirklich nur hier rechtsseitig angelegt. Gut. Ey, yo, okay. Ich heiße nicht Tonix, aber ich weiß, dass du mich liebst. Hast du jetzt schon mehrmals erwähnt im Chat. Danke, ich dich auch, Kapi. Ich heiße Toni, nicht Tonix. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Tonic zu viel getrunken hast. Mhm. Aber schön, dass du da bist. Ja? Ja, reden wir gleich nochmal. Okay. Dann auch schon ganz gut die Leitern hinten an der Yacht. Das ist quasi der einzige Bereich, wo man dann wirklich von außerhalb dann halt auf die Yacht draufkommen könnte. Ja, okay, aber wie gesagt, das ist halt strömungstechnisch äußerst gefährlich, dann hier durch die Gegend zu schwimmen. Also wer das macht, der muss schon echt lebensmüde sein. Ja, eben. Ist ähnlich. Gut. Und dann gucken wir uns die Yacht nochmal an, dann zeige ich Ihnen auch den Raum, den ich meinte. Naja, Kalle, ich habe eben gesagt, ne, dass es möglich ist, dass wir eventuell die... den VIP auch unterbringen könnten und erstmal, ne, ein bisschen aus einer Gefahrensituation, falls einer sich ergibt, rausbringen können. Ja, dann auf die Yacht. Genau. A la Note springe ich mit dem ins Meer. Besser nicht. Die Strömung durch. Ja, da kriegen wir schon nicht. Ist so freundlich. Ja, so weit sind wir ja nicht weg vom Strand. Nee, aber ne, weil der Steg ist halt doch sehr lang und da kann man sehr gut abschneiden. Ja. Das Mitteldeck hat die Möglichkeit, hier rechts und links dann einmal nach vorne zur Spitze des Schiffes zu gehen. Da ist auch nochmal ein kleiner Lounge-Bereich. Ja. Ja, schauen wir uns einfach mal an. Na klar. Na sicher. Also eine Yacht hat schon was, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, geht's dir nicht gut? Durch die Stützen? Nee, ich wurde gestern mit 6 Kugeln bestückt, sozusagen. Was? Ja. Was machen sie denn hier? Sie gehören ins Bettcare. Nee, der Dr. Asimov hat gesagt, ich kann sogar arbeiten. Ja. Ich soll doch nicht schwer hin. Dr. Asimov. Professor Dr. Asimov. Ja, die Russen sind ja auch hart im Nehmen. Ja, ich auch. Die arbeiten ja auch mit 6 Pullen, lassen wir das mal lieber. Ich sag mal so, haben mich zwar erwischt, aber ich habe 2 von denen erwischt. Und naja. Okay. Egal, lass mir das Thema. Ja, ich bin froh, wenn ich das Thema vergessen kann. Das ist ja super, dass ein Russe sie behandelt.
Naja, ich bin eigentlich auch Mediziner. Ich war Doktor im MD damals. Ja gut. Weil dann kriegen sie nämlich nie einen Krankenschein. Raus. Mhm. Okay. Das ist quasi nochmal so ein separates Lounge-Eckchen. Für diejenigen, die es gerne ein bisschen privater hätten. Ja. Ansonsten hätten wir auf dem Unterdeck halt den Zugang, auf dem Oberdeck dann halt den Whirlpool, beziehungsweise der müsste hier dann sein. Ja. Und ich glaube, interessant tatsächlich für uns ist der Innenraum. Alles klar, dann gehen wir dort einmal direkt hin. Jawohl. Ist aber auch eine schöne Yacht, ne? Ja. Kann man auch mal, können wir auch gut vorstellen, mal rauszuschippern hier mit. Ja gut, rausschippern, weiß ich nicht. Die liegt halt hier schon ein bisschen länger vor Anker. Ja, ja. Wir müssen leider kurz unterbrechen. Ja. Wir müssen jetzt los. Alles klar, okay, gut. Okay. Dann einfach nur die beiden seitlichen Gänge sind hinten abgeriegelt. Da kommt man also nicht weiter nach vorne. Und der Raum, den ich meinte, ist hier mittig quasi direkt. Da gibt es hinterm DJ-Pult noch rechts, links eine kleine Nische, wo man eine Person zur Not auch nochmal ein bisschen sicherer stellen kann. Alles klar. Alles klar, wunderbar. Vielen Dank. Wenn wir ne? nachher noch Fragen haben, kommen wir nochmal, ja? Alles klar. Bis nachher. Vielen lieben Bis Dank später. Euch. Ja, tschüss. Gerne. Okay, Laufschritt. VIP wartet schon. Was ist denn? Was ist denn? Er hat doch 14:15 gesagt. Ja, sicher. Warum hat der Klient angerufen? Mann, ey. Du bist noch nicht eingelaufen. Puh. Mann, doch. Okay, gib mal ins Navi ein. Beziehungsweise ich weiß, glaube ich, wo das war. Oder ja, was mach, war, ja mach du eben, schnell. Sag mal, der Chef hat doch gesagt, 14:15 Uhr. Alter. Hat der Klient gerade angerufen, oder was? Nee, der Hobbs. Der Klient hat Hobbs angerufen. Ja, der Chef hat gesagt, 14:15 Uhr, bin ich ganz klar sicher. Ja, ich hatte das ja auch so im Habe ich mir extra notiert. Gut, aber kann ja sein, dass der VIP sich dann noch entschieden hat, etwas früher da zu sein. Ja. Mann doch. Ist jedenfalls, ne, unsere Schuld. Komme, was da wolle. Ja, mein Gott. Passiert. Können wir nichts für. Wenn er sich aber mal umentscheidet, ist halt so. Wir sind ja sofort da. Bitte. Ich fahre hin. Bis später. Guten Tag, Herr Kreuzer. Wunderschön. Schimanski, mein Name, Kalle. Steht zu Diensten. Steigen Sie ein. Ich halte Ihnen die Tür auf, bitteschön. Ich danke. Guten Tag. Wunderschön. Ja, das tut uns etwas leid. Unsere Kommunikation besagte 14:15 Uhr, sollen wir Sie hier abholen. Okay. Ab 14 Uhr geht das ja los. Hm. Gut, wir fahren direkt zur Location. Jo. Ja? Okay. Ich könnte jetzt mal kurz aus dem Binet schauen. Holy shit, was ist denn mit dem Handy los? Wenn Sie neues Akku brauchen, können wir das auch noch besorgen. Ich kenne das Problem nämlich bei meinem Handy. Seid dann uns in den Dägern. Achso. Wie oft wird diese. Uff. Oh.
Die Stadtverwaltung hat jetzt offiziell gepostet, dass ich offizieller Mitarbeiter bin. Oh. Okay. Gut, wir waren aber tatsächlich gerade schon bereits vor Ort und haben uns da nochmal ein bisschen den Eindruck verschafft und haben da auch eine Möglichkeit schon, sie zu evakuieren, sollte es dann doch, wovon wir nicht ausgehen, aber sollte es. Es gibt halt im Prinzip zwei Ausgänge, eine über die Yacht. Hm. Wenn es halt wirklich eskalieren sollte und dann sollten Leute, wovon wir nicht ausgehen, mit Waffen hinkommen sollten und da Stress schieben, bin ich auch gewählt zu schwimmen. Ich bin stets an Ihrer Seite, Herr Kreuzer. Wir versuchen alles, das zu verhindern. Genau. Ich würde sagen, wir stellen uns auch noch mal kurz vor. Genau. No. Sie wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ladies first. Genau, mein Name ist Mitchell. Es obliegt Ihnen, ob Sie das mit dem vollen Namen ansprechen. Ansonsten dürfen Sie auch gerne einfach nur M sagen. Genau, und der Kollege zu meiner Seite. Ja, Schimanski, mein Name Kalle. Kreuzer können Sie auch aussuchen, ob Sie mich okay. K nennen oder Herrn S nennen, wie Sie möchten. Ich weiß nicht, wie Sie das letzte Mal jetzt gehandhabt haben. Das letzte Mal war es so, dass einer einen Tick weiter vorne stand, um halt die Leute ein bisschen in die Reihe zu bringen. Die andere Person stand halt immer bei mir an der Seite, um halt da ein bisschen zu koordinieren, dass die Herrschaften, sobald ich den Namen aufgegeben habe, dann zu der jeweiligen Position halt gehen, wo ich die halt dann am Ende abfertige. Okay. Sollte es notwendig werden, dann ist auf jeden Fall immer jemand bei uns auf der Leitstelle zu erreichen. Wenn Sie aber möchten, können wir gerne auch die Telefonnummern austauschen. Leitstelle war welche Nummer? Die 719. Oh, okay. Ja. Gut. Wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben, sind wir startklar. Okay. Dann auf einen erfolgreichen Tag. Jo. Genau. Na, Alex? Ja, ich danke dir. Bist der Beste. Hast du letztlich einen Termin? Da sind wir schon fertig. Bist schon fertig? Willst du mitkommen? Ja, so war der Plan. Ja, okay, dann komm mit. Super, das ist schön. Ich danke. Ja. Also heute seid ihr mal in euren Outfit. Ein wunderschön, die Herrschaften. Hallo. Das sehe ich selten, dass ihr mal beide dasselbe tragt. Ja gut, das ist unsere Firmenkleidung tatsächlich. Ja. Maxim nicht, jo. Aber ich habe mich im Kleiderschrank vergriffen. Wieso? Schuhe? Und das Schöne ist, wir haben heute das gleiche an, obwohl wir uns nicht mehr abgesprochen haben. Würde ich sagen, dampfen wir mal ab. Weil ich muss eh noch überlegen, wo wir das am besten machen.